Willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu dem Summer Festival 2007 Cinco de Venture de Fiesta, das zweite Event der Sommerfestspiele. Und jetzt könnt ihr das schöne Audiomusik hören, dieses Themengebiet, dieses Eventgebiet. Und wir gucken uns mal um, was wir hier alles sehen können. Ja. Hier haben wir hier eine Mad Menno State hier. Und ein Mexikaner mit a load. Irgendwas trägt er da auf seinen schönen, lustigen Wagen. Hier, das ist der Dance-Bereich hier, die Beach-Party, die niemals abging. Hier kann man den Link sehen, wo man hätte draufklicken müssen, damit man hier DJ-Party gehabt hätte, aber es hat kein DJ gespielt. Das war leider traurig. So, dann haben wir noch den Swimmingpool. Kann man sich halt in die Fluten stürzen und hier schön im Wasser schwimmen. Und hier ist der sogenannte Hot Tube, halt heißes Wasser, wo man so richtig chillen kann hier im heißen Bad. Ja, gut, komm mal raus. Übrigens, hier oben ist besonders viel Käse drin, warum weiß ich auch nicht. Extrem viel Käse haben hier reingemacht. Ja, zum Spaß wahrscheinlich. Ja, da geht's zum Lazy River, da geht's zum Pool. Beim Pool waren wir schon, wir gehen jetzt mal weiter. Wir gehen jetzt mal hier hoch, da geht's zu den Diving Boards und zu den Costumes. Ja, Diving Boards. Diving Boards sind diese Dinger hier. Genau, kannst halt so, platsch, einen extrem guten Sprung machen, wenn du willst. Und das hier sind zwei Kostüme, diese Special Items, das Kevin Kostüm und das Guan Kostüm für 800. Ja, gucken wir uns die doch mal an. Clothing. So, zack, hier ist das Kevin-Kostüm, ist halt ein Kaktus und das Juan-Kostüm, sehr sympathisch, der junge Mexikaner. So, danach können wir noch hier lang gehen, hier geht's zum Los Rapidos und zum Shop. So, hier gibt's Balloons oder nur einen Ballon, nämlich den Kevin-Ballon für 250, den rüste ich auch mal auf. Balloons hier, da. Kevin Ballon. So sieht er aus. Auch ein Kaktus. Ja. Okay. Dann nehmen wir jetzt mal hier Lazy River runter. Platsch. So. Jetzt sind wir hier im Lazy River. Wir schwimmen hier jetzt lang. Super. Und hier unter der Brücke gibt es auch ein kleines Secret. Hier, wenn wir da drunter gehen. Da. Cheese, please. Wie das. Ja. Das war jetzt nicht so wahnsinnig spannend, aber egal. Ja, kann man halt hier durch die Höhle schwimmen und bis dorthin und da kommt man dann wieder raus. Ja. Aber ich will jetzt mal zu den Sachen, wo es Action gibt. Und zwar hier. This border 20 feet away. This war was kind of chased by Mexico. Wir gucken jetzt mal hier rein bei den Achievements Summer Fest. Da gibt es nämlich hier einmal das Jump Puzzle von Cinco de Venture und das Maze. Und hier dann der Jump Puzzle Fever Disco und Maze Fever Disco. Das kommt gleich. So, aber wir versuchen uns jetzt hier erstmal in diesem Jump Puzzle. Das ist halt hier die Mauer, die von Schwamp gebaut werden sollte. Haben sie ja auf die Schippe genommen. Muss man so ganz ehrlich sagen. Und dann haben sie noch extra hingeschrieben, dass diese Mauer freundlicherweise von den Mexikanern finanziert worden ist. Upsala. Na los jetzt hier. Schaff mal noch. Upsa. Jetzt hier rum, genau. Hier raus. Und was? Konzentrieren. Upsala. Nee, das war nichts. Ja, der Freund hier vor mir, der hat nicht mehr viel Zeit, um das schöne Hütchen zu kriegen, was man bekommt, wenn man das schafft. Nee, bin ich da gefehlt. Okay, schön konzentrieren.
So. Und ab. Nee. Hey. Leute. Das ging aber schneller beim englischen Video. Ups. So. Jetzt aber konzentrieren hier. So. So. Genau. Hier hoch. Rum. Und oh was, Vorsicht. Nee. Weil oh, dieses Flying Tempo disabled, ne? Das nervt sowas von, ey, das gibt es gar nicht. Da bin ich schon mal deswegen runtergefallen, weil der Flying temporarily disabled war. Das ist ein schöner Bug. Ein sehr schöner Bug ist das. Na los jetzt. Jetzt machen wir das aber hier. Hauptsache die Musik ist schön. Okay. Jo. Hier rum. Genau. Und hopp. Genau. Jetzt dahin. Genau. Und jetzt dahin. Super. Und jetzt haben wir es geschafft. You reached America. Congrats. Und hier kann man schön sehen, wie es hinter aus. Jawohl. Und da gibt es jetzt eine Feuerwerksrakete dafür, dass man es geschafft hat. Ja. Was kriegt man denn dafür? Man kriegt hier, lass mal ausmachen hier, diesen Putt. Idiotenhelm hier, den ihr eben kurz auch gesehen hattet. Den gibt es dafür, wenn man den Parcours geschafft hat. Ist also wieder so ein Hut, ähnlich wie die Hörner. Nur wer gut im Parcours ist, kann den bekommen. Gut, jetzt gehen wir aber in den Mayan Codecombs. Das ist das Labyrinth hier. Dann gucken wir uns mal hier um, ob wir hier den Ausgang finden. Nein, hier ist er zum Beispiel nicht. Stellenweise ist das hier auch ganz schön dunkel. Ach, die Musik, ey. Irgendwann nervt die auch, ne? So. Aha. Kurz eine andere Musik gehabt. Sehr schön. Nein, hier ist auch falsch. Ey, wo ist die Musik hin? Ah, das. Ach ja. Ups. Verirre ich mich hier in den Hallen von Mexiko. In den Katakomben. So, hier ist das Ziel. Damit hätten wir auch das Labyrinth geschafft. Dafür gibt es 10 Venture Coins. Genauso für den Parcours gibt es auch 10, aber da gibt es halt noch den Hut dazu. Deswegen ist es schon wertvoll, das geschafft zu haben. So, und eine Sache gibt es hier noch, nämlich hier Aqua Azul Backstage. Hier gibt es halt ein paar Wassersilos, haben sie interessant hier aufgebaut. Hier haben wir das Boat Storage von Aqua Azul. Ja. Gut. Dann kommt man halt hier hoch. Warning, life set, be cautious to riders. Hier gibt es die Evacuation Plattform. Und wir sehen hier gerade, da fahren ein paar Boote lang. Das ist eigentlich auch nicht schlecht, mal das zu sehen. Auch wenn die Special Effects wahrscheinlich nicht an sind. Weil die Leute da gerade woanders sind. You continue this way. Gehen wir mal hier hoch schnell. Vielleicht erwischen wir noch einen. Sieht aber nicht so aus. Oder? Nee. Schade. Weil man sieht das so schön, wenn da die Leute langfahren und dann hier noch die Special Effects sind, ne? Ja. Gut. Dann gibt es halt hier noch oben
diese Möglichkeit, hier lang zu gehen. Und ja, das hier ist dann der letzte Lift Hill. Da kommt noch das Boot an hier. Kann man schon sehen hier, wie die Boote da lang fahren. Und zack, der fährt jetzt hoch zum in Richtung letzte Abfahrt, ne? Ja. Da gab es ja noch so eine Infotafel, die ich vergessen habe vorzulesen. Momentchen. So, hier. Aqua Ghoul Fun Facts. Diese Ride basiert auf die auf Chiapas im Phantasialand, die es halt im richtigen Leben gibt. Und Chiapas wurde halt designt und das war's. Okay, jetzt gibt's offenbar gerade einen Server-Neustart. Warte, ich guck mal, guck ich hier wieder rein. Nee, okay. Also da stand halt, dass diese Ride designt und manufactured wurde von, also hergestellt von Intamin. Und das ist bei Chiapas halt 6 Abfahrten gibt durch diesen Vulkan durch. Und das halt in Aqua Azul gibt es dann halt 5 Lift Hills. Also es geht 5-mal hoch, aber es gibt halt nur 2 Drops. Also es geht nur 2-mal runter. Ja, und ja, ich komme jetzt nicht mehr rein, das ist blöde. Aber egal. Ich habe euch jetzt alles gezeigt von Mexiko. Das war's. Wir sehen uns dann bei Cinco de Ven- Quatsch, bei Creeper Disco. Das ist ja als nächstes dran, Creeper Disco. Das halt eine Woche geht bis zum nächsten Sonntag. Da gibt es dann wieder Special Items, da gibt es ein Parcours, da gibt es ein Labyrinth, ein Hay Maze diesmal, also ein Strohlabyrinth. Und ja, wie gesagt, kommt auf diesen Server, geht zu diesen Events, holt euch die Special Items, farmt da ruhig Coins. Wie gesagt, Coin Boosters bringen doppelt. Und ihr kriegt halt insgesamt auf diesem Eventgebiet doppelt so viele Coins, damit ihr halt diese Event-Items besser verdienen könnt. Und ja, die sind wirklich selten, die Event-Items. Irgendwann, wenn ihr eure Freunde hier auf den Server holt, dann könnt ihr ordentlich damit angeben, weil die gibt es ja nicht mehr zu kaufen, ne? Also, wie gesagt, wir sehen uns dann bei Creeper Disco. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal.